Moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, wir spielen das nagelneue Spiel Simon There. Das ist von den Publisher Turnbacks. Der hat schon so einiges auf YouTube als Spiel rausgebracht, aber fand ich alles irgendwie ein bisschen lahm. Ich habe so seine Spiele hier, seht ihr hier, Sweet 76 und so, God Perfect Face, Death 6. Und Within Scary. Ich habe von allem die Let's Plays gesehen und fand sie alle schlecht. Also größtenteils nicht alle unbedingt Flops. Nicht alle wirklich mies. Aber auch nicht gut. Bestenfalls Mittelmaß. Jetzt habe ich den Anfang geguckt von Is Simon There und fand, das sah recht gut aus. Deswegen habe ich es mir direkt gekauft. Es ist gerade mal jetzt zum Aufnahmezeitpunkt 4 Tage auf dem Markt und ich werde jetzt das Video machen und mal sehen. Ich kriege das auf jeden Fall noch innerhalb der nächsten 2, 3 Tage. Und ja, wie immer, schön, dass ihr mit dabei seid. Viel Spaß beim Anschauen. Gönnt euch es Simon There. So, sehr schön. Wir haben ja hier schon mal eine schicke Sprachauswahl. Mir ist heute nach Italienisch. Wie sieht's bei euch aus? Nein, ich nehme lieber Deutsch. Dieses Spiel hat blinkende Lichter. Nice, ey. Glatte Eins. Dieses Spiel bietet auch eine intensive Horrorumgebung. Ja, normal. Ich habe mir hier ein Horrorgame gekauft. Was soll der Scheiß? Bitte gehen Sie auf eigene Gefahr vor. Wieso kippe ich jetzt hier gleich tot vom Stuhl oder was? Was ist das denn für eine Ansage hier, Leute? Irgendwie lächerlich. Egal, wir zocken einfach mal rein. Ich meine, ich kann die Epilepsie-Warnung und die Trigger-Warnung und so für Horror-Games ja verstehen, aber irgendwie war das jetzt Käse. Ja, was sollen wir hier lange rumgucken? Ich glaube, das Spiel hat 3 verschiedene Enden. Ich spiele es jetzt einfach einmal straight durch. Bei 15, das ist das erste Spiel von Turnbacks, das auch einen Speicherpunkt hat. Alle anderen muss man immer komplett durchziehen. Ich hasse Spiele ohne Speicherpunkte. Wir spielen natürlich von Anfang an, weil wir haben keinen Checkpoint. Geschätzte Spielzeit beträgt 40 Minuten. Also stellt euch mal so auf 2 Stunden Gameplay Hiya, ein. Nein, Mann, du hast dich verwählt. Hier ist Mitch, nicht Simon. Nein, 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 nicht. Simon ist nicht da. yes, please. I'm looking for Simon. Is he there? Nein, Mann. Wie soll ich das noch sagen? Warum war der Part so laut? Oh, ich hasse dieses Geräusch, Leute. Kopfschmerzen. Mach den Scheiß aus. Habt ihr auch so einen Wecker? Oder hattet ihr früher mal so einen? Ich glaube, jeder hatte mal genau so einen Wecker mit genau diesem Sound. Der hat mich genau. Genau der Sound hat mich jahrelang immer zur Schule geweckt. Ich hab's gehasst. Ich habe bestimmt 20 so eine Wecker an der Wand zerschmettert. Warum steht mein Wecker im obersten Regal? Ich brauche einen Stuhl, um den auszuschalten. Alter, nimm dir so ein scheiß Buch und bam und rein ins Regal und dann ist das Ding im Arsch da oben, ey. Da kommt man doch wohl an. Einmal hier mit dem Fuß rauf. Oh Mann, ey. Ich verstehe das immer nicht in Horrorgames, dass sie aus so Banalitäten so eine riesen Quest machen müssen. Sorry, Leute, ey, da kriege ich echt einen Föhn, ey. Gibt 30 Möglichkeiten, diesen scheiß Wecker jetzt auszuschalten, ohne durch das ganze Haus zu rennen und einen Stuhl zu suchen. Drücken Sie E, um die Tür umzuschalten. Das fängt ja gut an, Leute. Ich hätte es vielleicht auf Englisch spielen sollen. Ey! Wer hat denn den Scheiß hier? Ach so. Hallo? Hallo? Alter, Leute, was für ein Uhr. Uhrenterror hier. Die Uhr im Wohnzimmer macht Terror. Die hier macht Terror. Hier fällt schon der Putz von der Wand von dem ganzen Terror. Aber grafisch kann sich das hier alles schon mal sehen lassen. Die Tür ist verschlossen.
Natürlich, ey. Warum ist mal eine Tür auch offen in einem Horror-Game? Um einen Esszimmerstuhl aufzuheben. Ja, geht gleich los. Ja, hier ist wenigstens mal Ruhe. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal ein Stück Pizza aus dem Kühlschrank. Nein, nein. Gibt keine Pizza hier. Gibt einen Topf. Nein, ist auch. Gibt auch keinen Eintopf. Was ist das? Gibt Pilleneintopf hier oder was? Schön mit Schmerzmitteln und Schlafmitteln. Hier, schön Cocktail, ey. Oh, aber schön. Es schneit, ey. Sehr nice. Schaukeln wir doch eine Runde. Nein, wir schaukeln auch keine Runde. Doch, alles klar. Ich hole jetzt erstmal, ich mache jetzt erstmal diesen Scheißwecker auf. Die ist ja richtig nervtötend. Ja, wo haben wir denn den Stuhl jetzt? Drücke I, um dein Inventar zu öffnen. Ihr habt den Stuhl in der Hosentasche. Unglaublich. Ein Stuhl aus der Küche. Mein Inventar ist mächtig, Leute. Ich kann auch nicht schneller laufen. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal noch eine Stunde das Bild von diesem Fuchs an. Nein, Leute, ich guck mir nicht. It's magic, Leute. Bam! Alter, was für ein Schalter, ey. Oh, Mann. Oh, das ist alles so laut hier. Was gibt's denn hier Schönes? Psychologie. Analysen. Alte Fabriken. Alte Balladen. Doch was Neues? Sozialverhalten. Ja, es gibt aber was Gutes. Also muss ich jetzt mal positiv festhalten, in den meisten Horror-Games guckt man in die Regale und da stehen maximal zwei Bücher oder drei. Aber hier hat man sich echt mal die Mühe gemacht, echt derbe viele verschiedene Bücher hinzupacken. Auf den ersten Blick wiederholt sich hier nix. Doch da, der Typ. Boah, aber das ist ein geiles Buchmemory hier, Leute. Weil die hier echt eine fette Auswahl an Büchern haben, ist das schwer, die zu finden, die doppelt und dreifach dastehen. Aber es gibt sie. Es gibt hier auch diese ganze Buchreihe, steht glaube ich, hier nochmal. Egal! Meine Fresse! Ich halte mich hier schon wieder mit irgendeinem Scheiß auf. Leute, wenn euch das stört, schreibt das bitte unten in die Kommentare. Aber Sinn und Zweck von meinem Kanal ist ja auch, die Spieler ein wenig zu analysieren, um euch vielleicht ein bisschen die Kaufentscheidung abzunehmen oder so. Ich will nicht einfach nur irgendein rudes Let's Play machen, das soll hier auch ein bisschen Mehrwert bieten. Deswegen gucken wir uns die Spiele auch ein bisschen detaillierter an. Von der Qualität her, von der Mechanik her. Ich hätte jetzt hier wahrscheinlich auch eh kein Review zu machen, weil das so ein kurzes Game ist. Ja, was ist denn jetzt eigentlich unsere Mission? Ich habe jetzt, im Moment, wir haben den Wecker hingestellt. Jetzt renne ich hier dumm rum. Mal ein bisschen Fernsehen gucken. Überall die leeren Pillendosen. Ich ahne es. Ich muss irgendwo einen Schlüssel finden. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will keine Schlüssel mehr suchen. Ah oh ja, das Telefon klingelt. Auch nichts Neues. Hallo? Alter, du Pisser, wenn du mich noch einmal anrufst wegen Simon, dann. Ich schwör's dir. Was stimmt denn bei dem nicht? Achtet auf die Uhr. Die Zeit rennt auch ganz schön, Leute. Meine Fresse, schon so spät. Machen wir lieber weg. Sorry übrigens für den zu krassen Kraftausdruck, falls das jetzt jemanden wirklich gestört hat.
Aber das ist hier kein Kinderchannel. Pisser ist ja zwar nicht das nobelste Wort, aber ich glaube, das ist doch im Rahmen. Was ist hier eigentlich los? Wer hat denn den Scheiß jetzt gemacht? Das zieht ja ganz schön hier. Ja! Boah, der war gut, ey. Scheiße, beeil dich und überprüfe die Haus, ob die Haustür verschlossen ist. Ja, Mann! Schnell, schnell, schnell! Ich hoffe, das Grüne ist die Haustür. Aber da stand eben, sie ist verschlossen. Ist verschlossen. Sehr schön. Sag mal, bist du zwar vom Wickeltisch gefallen oder was, ey? Ja, ist abgeschlossen. Diese mächtige Tür. Selbst ich kriege sie nicht auf. In meinem Schlafzimmerschrank ist eine Waffe. Finde es. Oh, Leute, ich bin. Ich habe keinen Bock auf so dumme, scheiß übersetzte Texte. Haben Sie. Wo ist denn das Schlafzimmer? Haben Sie die mit dem Google Translator? Nee, selbst der kann das besser. Wo ist meine Shotgun? Ey! Ey, du Vollhonk! Ich seh dich doch da! Vielleicht tut er mir ja gar nichts, vielleicht kann ich meine Gun holen. Nein, kann ich natürlich nicht. Das ist übrigens mein Bett. Ich will den sehen. Aber der ist ja friedlich. Die Kiste ist gesperrt. Oben ist eine Einlage. Eine Einlage habe ich im Schuh. Leute, die Übersetzung ist ja richtig schlecht. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Wie soll man denn sowas vorlesen? Ja, auch völlig egal, dass er jetzt in so einem Typ im Schlafzimmer steht. Das ist ihm hier scheißegal. Ist natürlich immer gut, wenn man seinen Waffenkasten mit so einer Quest abgesichert hat. Ich glaube, die Tür ist offen. Aber wir haben gesehen, da ist ein Kinderbett. Es ist vernünftig, die Waffe gut gesichert aufzubewahren. Sehr vorbildlich. Ich will das nicht schlecht reden. Ja. Wenigstens. Ja, ich habe mich gerade vor der Pflanze erschrocken. Wenigstens ist die Tür jetzt offen. Sie ist nicht mehr verschlossen. Er hat sie tatsächlich aufgekriegt. Endlich können wir das Haus wieder verlassen. Wir sind hier seit Jahren eingesperrt. Ne. Pack doch den Scheißschlüssel ein. Oh Mann. Ich weiß doch, dass ich ihn irgendwann brauche. Du willst mich trollen mit dem Scheißschlüssel. Oh Mann, nein. Das Spiel machte eigentlich auf den ersten Blick einen soliden Eindruck, aber bis jetzt. Ihr merkt es an meiner Reaktion, Leute. Klar, es hatte ein, zwei creepy Momente jetzt schon. Aber das macht noch kein gutes Spiel. Wenn ich dieses Haus ohne Jacke verlasse, friere ich draußen. Das ist deine Sorge? Real? Während hier wahnsinnige Irre in deinem Haus sind? Willst du es lieber schön warm haben, anstatt zu überleben? Ja, okay, ja, Leute, jeder hat seine Prinzipien. Also brauche ich jetzt eine Jacke oder brauche ich meine Knarre? Aber wenn es mehrere Enden gibt, gibt es vielleicht einmal die Option, hier zu entkommen, mittels einer Jacke. Oder sich zu bewaffnen. Ja, wie wär's, wenn du so einen Teppich umwickelst oder so einen Vorhang?
Nimm dir auch einfach den Vorhang. Man darf doch nicht wählerisch sein, wenn es um Leben und Tod geht. 20 Minuten später. Ich kann die Bullen rufen. Nein, sie haben die... Die Polizei hat mich weggedrückt. Versuch's doch nochmal. Okay. Leute, meine Fresse. Oh Mann. Echt real? Ich musste hier nur 30 Mal dumm im Kreis rennen. Mehr musste ich nicht machen. Hi, yes, please. I'm looking for Simon. Ja, dann such woanders, Mann. Ey, nerv mich nicht, ey. Wie unser Charakter auch einfach gar nichts sagt die ganze Zeit, ey. Bin der raus, wer im Haus ist. Ja, das versuche ich doch schon die ganze Zeit. Kann ich jetzt den Schlüssel nehmen? Nein. Ich soll die Knarre holen? Kann ich nicht. Ich soll die Jacke holen? Kann ich nicht. Ich soll rausfinden, wer im Haus ist? Kann ich nicht. Wenn ich einen Schlüssel will ich mitnehmen? Kann ich nicht. Bin er raus, wer im Haus ist? Ja, er hier. Weg ist er. Verstecken? Jetzt konnte ich das Teil hier einpacken. Ein zerrissenes Bild. Oha! Wenn das nicht mal für den leeren Bilderrahmen ist. Das sieht aus wie das Bild von unserem Sohn. Also ich denke einfach mal, dass es der Sohn ist. Aber der hat echt eine... Guck mal, das ist echt eine dicke Wohnung hier. Hier sind noch mindestens zwei fette Räume. Und das Kind hat hier im Bett bei seinen Eltern im Schlafzimmer. Wo mitten im Raum so ein Schwerlastregal steht, wie aus dem Fressnapflager oder so. Ey, keine Ahnung, ey. So ein Ding hab ich in der Garage stehen. Drücke F, um die Taschenlampe einzuschalten. Okay, Leute. Jetzt ist es soweit. Der Schlüssel zur Waschküche befindet sich in der Küche. Ich weiß. Das Ding hatte ich ja nur schon 5-mal versucht aufzuheben. Und jetzt muss ich es mir holen, im Dunkeln. Weil der Herr sich zu fein war, den in seine Hosentasche zu stecken. Ja, los, Leute, gib's mir, erschreck mich. Ich will was geboten kriegen für meine 3,99. Na, ich erwarte natürlich für 3,99 auch nicht das Hammer-Game. Jetzt hat der Schlüssel auch so einen komischen blauen Glanz. Okay, also einer der verschlossenen Räume ist schon mal eine Waschküche. Vielleicht finden wir da ja eine Jacke. Und irgendwo... Hallo? Machst du mich jetzt platt? Nein? Leute. Ich hab langsam das Gefühl, das ist ein bisschen geklaut hier von Wrong Floor. Ein auffällig großer Typ, der doch recht harmlos ist hier und eigentlich nur so ein bisschen Angst verbreitet. Hinter dir. Och, meine Fresse. Ja, hinter mir. Ey, wie oft gibt sowas in Horror-Games, meine Güte. Ja, entweder wäre ich jetzt gescared oder nicht. Nein. Your fault. Mein Fehler?
Okay, ich soll anscheinend eine bestimmte Uhrzeit einstellen. Das ist alles deine Schuld. Okay. Was macht denn der Stuhl da für Faxen? Ich denke mir gerade, hä, was sind das für ein Geräusch jedes Mal, wenn ich mich bewege? Da kommt ein Stuhl aus der Küche. Ich glaube, unser Sohn ist tot. Ich werde dich auseinanderreißen. Hä, ich drücke F und das Licht in der Wohnung geht wieder an. Nice. Ja, Leute, was soll ich jetzt in der Waschküche? So. Jetzt ist es 12. Also irgendwann geht die Uhr doch mal weiter. Schade, ich dachte, das sei vielleicht ein Hinweis auf das Rätsel in der Waschküche. Komm, leck mich, ey. Nein, Simon ist nicht da. Aber ich fürchte, wenn ich die Telefonate nicht annehme, geht's nicht weiter. Ist Simon unser Sohn? Schmeiß doch endlich das scheiß Telefon aus dem Fenster! Hä? Ja, vor allen Dingen selber anrufen können wir nicht. Jetzt wundert er sich das erste Mal über die komischen Anrufe. Wie gesagt, der Charakter hier, der ist ziemlich unbeteiligt an der ganzen Nummer. Na, was ist denn hier jetzt los? Okay, da schreit ein Kind. Warum auch immer. Wir haben da auch eine Markierung. Müssen wir alle drei Zeiger auf dieser Markierung zum Stehen kriegen? Ich meine, der erste ist doch easy, oder? Sehr schön. Jö, Rätselmeister. Ja, cool, der jemand die Schrift übergemalt. Nur noch das Behind You steht da. Hätte auch gleich mal da die Wand neu verputzen können hier. Bagalupenpack hier. Hallo? Der Fensterladen war vorhin noch nicht so zu. Glaube ich zumindest. So, jetzt haben wir zwei Bildschnipsel. Sehr schön. Brauchen wir vier Stück, um weiterzukommen hier. Erledigt ist erledigt, würde ich behaupten. So, was machen wir jetzt? Muss ich jetzt hier real weiter einfach nur rumrennen, bis das nächste Mal das Telefon klingelt? Oder hier jemand um die Ecke lugt? Ja. Was zum Teufel ist los mit diesem Haus? Also das bezieht sich aufs ganze Haus und nicht nur auf unsere Wohnung? Bei den Nachbarn ist es genauso? Alter! Schnauze da drinnen, Mann! Dieser scheiß Fernseher! So. Nein, er macht gleich wieder Theater. Fernseher schreit rum, das hier schreit jemand rum. Ich glaube, das ist tatsächlich Teil des Spielkonzeptes, dass man hier einfach mal eine Weile nichts zu tun hat. Ja. Das gruselige Badezimmer.
Alter, Real, was ist denn das für eine Kackwohnung eigentlich? Ich meine, hauptsächlich hat die Wohnung einen 30 Meter langen Flur. Eine riesen Küche? Aber dann? Einfach nur Badezimmer, Waschküche, ein riesen Wohnzimmer. Also irgendwie ist sie komisch. Viel zu groß eigentlich. Also mit dem Flur und sowas. Ja, mach doch mal die Tür ganz auf. Aber auch kriegst du eben halt nicht mehr als eine Person rein im Prinzip. Ja, noch mit der Partnerin teilt man sich natürlich ein Bett. Aber das mit dem Kind ist doch eigentlich schon zu viel. Braucht doch auch ein bisschen Privatsphäre, das Kind. Also in ein paar Jahren wird das problematisch. Wenn der denn auch die Heftchen vom Papa findet und so. Ja, keine Ahnung, da wird wohl noch was Gruseliges passieren, aber nicht jetzt. Da! Meine Fresse! Der ist schon wieder weg! Ja, bis jetzt hat er mich ja nur ein bisschen erschreckt. Die Tür ist verschlossen. Wie hat er das denn gemacht? Warum hat der einen Schlüssel für meine Räume und ich nicht? Was ist denn los hier? Wohnt der hier? Ist das eigentlich dem seine Wohnung und wir sind hier der Einbrecher? Das kommt mir langsam so vor, echt. Bisschen die Mist auf Aiden-Geschichte. Wir sind der Einbrecher, der seinen Sohn getötet hat. Und wir haben jetzt hier irgendwie müssen mit unseren Gewissensbissen klarkommen. Na, also wie gesagt, bis jetzt kommt mir das Ganze ein bisschen wie ein Abklatsch von Dings hier, Wrong Floor vor. Bisschen vermischt mit ganz normal PT. Und ja, auch wenn mich ein, zwei Scares hier erwischt haben, die waren gar nicht schlecht gemacht, finde ich ansonsten das Spiel bis jetzt echt unterdurchschnittlich. Aber für 3,99 ist das in Ordnung bis jetzt. Es ist handwerklich so von der Grafik her und sowas ganz gut gemacht. Kommt mir jetzt auch nicht so wie die übelste Asset-Hölle vor. Stirb, stirb, stirb. Ja, alles klar. Irgendwann mal. Vielleicht auch gleich vor Langeweile. Nein, so schlimm ist es nicht. Die. Oh, halt. Ich glaube, ich verstecke mich lieber. Kommt immer gut mit so einer Lampe. Keiner weiß, wo ich bin. Ich bin so undercover, Leute. Hab's auf dem linken Ohr. Er steht links neben mir. Aber ich glaube, er ist schon wieder weg, oder? Komm, jetzt ist doch scheiß mal auf die Jacke, Mann. Haus ohne Jacke verlasse. Echt, das, Leute, es ist so dämlich. Es ist so dämlich. Den können wir einen Schnupfen holen. Lieber lasse ich mich hier von den wahnsinnigen Irren mit dem Fleischerbeil zerlegen, bevor ich mir einen Schnupfen hole. Leute, ich kann so. Ich komme auf solche Spiele nicht mehr klar. Ey, was soll das denn hier? Jetzt muss ich 3000 Mal einfach nur durch eine Wohnung hin und her rennen, bis der nächste Jumpscare kommt. Was ist denn das für ein Spielkonzept, ey? Oh Mann, ey. Leute, es gibt schon 3000 Spiele, die genau so sind wie das hier. Moin. Nein, gib nichts zu Bettler. Fuck Simon. Okay, wieder weg. Na klar, warum auch nicht? Hing ich nur da? Das waren wir? Hing ich nur da?
Bescheuerte Texte hier, Leute. Echt, ey. Ich weiß nicht, ob ich die Notiz unbedingt lesen will. Da steht bestimmt nur Müll drauf. Ich hab mich geschnitten. Ich blute auf dem Boden und ich weinte. Was passiert ist, hat mich komplett verändert. Ich schreibe Texte wie ein dreijähriger Junge. Ein seltsam geformtes Objekt. Was ist das? Meine Fresse, das ist für den Scheißkoffer. Das ist sogar dein Koffer. Mein Code einzugeben. Gehen erstmal mit dem Objekt zum Koffer. Das soll ja eigentlich unser Knarrenkasten sein. Nice! Raus hier! Ein Foto kommt zusammen. Ja, ey Leute, ich weiß echt nicht, wo die letzten Sachen da noch sein sollen. Im Müll? Kombination vom Tresor. Wo sollen wir die finden? Also wie ich es sehe, kann ich jetzt hier, nachdem ich vielleicht noch ein, zwei Jumpscares erlebt habe, einfach das Haus verlassen. Da ich jetzt meine Jacke habe. Eine sehr dünne Jacke. Genug, um Schäden zu vermeiden. Ja, genau. Kriegst gleich den Frierbrand, ey. Kaum hast du den Fuß rausgesetzt, ey. Fällt gleich ein Arm ab. Hat Schäden im Kopf, der Typ hier, ey. Ja, keine Ahnung. Motiviert mich jetzt auch hier nicht unbedingt, den letzten Fotoschnipsel noch zu suchen und so. Ich glaube, wir haben das erste Ende erreicht. Ciao. Nicht? Ich hab's euch gesagt, Leute. 2 Stunden. Also ich bin jetzt bei 44 Minuten Spielzeit. Errungenschaft freigeschaltet. Checkpoint unlocked. Jetzt bin ich beim Checkpoint. Jetzt bin ich bei der Hälfte. Die um die Notiz ins Inventar zu legen. Es ist alles meine Schuld. Ja, wenn du dich da aufgehängt hast, bestimmt. Dann war das definitiv deine Schuld. Das war jetzt die Hälfte des Spiels. Puh, naja. So, dann wollen wir mal in die zweite Runde starten. Ich hoffe, ich kriege das hier. Hallo? Wer läuft da hinten rum? Ich hoffe, ich kriege das bis hierhin ungefähr auf mindestens 20 Minuten runtergeschnitten. Sonst wird das Video echt schon wieder zu lang. Oder ich muss doch 2 Teile draus machen. Wollte ich aber eigentlich nicht. Das Spiel ist mir zu kurz für 2 Teile. Ungefähre Spielzeit 40 Minuten. Und ich bin nach 40 Minuten am Checkpoint. Das kannst du keinem erzählen. Aber was hätte ich denn schneller machen können, Leute? Ich musste hier so oft, dass ich meine, das meiste davon seht ihr nicht, weil ich es rausschneide, aber ich musste hier so oft im Kreis rennen und konnte nichts machen, außer auf das Event zu warten, was kommt oder auch nicht. Hey! Nicht ab kann, dass sie schief hängen, mag ich es erst recht nicht, wenn sie auf dem Boden liegen. Was soll denn hier die Umräumarbeiten? Null 815 Gummibaum. Wo kommt die scheiß Tür her? Natürlich ist sie verschlossen. Warum sollte die auch offen sein, wenn man schon so ein Bücherregal voller Bücher beiseite räumen muss, um da ranzukommen? Und wer hat mir die Fenster zugenagelt?
Meine Güte, ey. Was ist hier bloß wieder los? Oh ja, bitte. Ich muss jetzt nicht schon wieder im Kreis rennen, bis der nächste Jumpscare kommt. Das soll echt das ganze Spiel sein. Damit catcht man doch heutzutage keine Gamer mehr, aber das Spiel hat positive Bewertungen. Wahrscheinlich wegen den paar Jumpscares, die einen hier. Ich meine, ich habe mich auch zu ein, zwei Mal erschrocken. Ist ja gar nicht so, dass die Jumpscares jetzt so kacke sind, aber der Rest ist halt kacke. Was bringt gute Jumpscares, wenn der Rest kacke ist? Manchmal bringt es ja was, das Licht auszumachen. Manchmal ist dann irgendwas mit Leuchtfarbe an die Wände geschrieben. Ich meine, wir brauchen auch noch eine Kombination für den Safe. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass ich die in dem Koffer finde. Aber da war eine Jacke. Eine Jacke! Die wir null gebraucht haben, weil wir nur in einen anderen Raum gegangen sind. Ja, das konnte der Typ ja nicht wissen. Vielleicht ist er normalerweise ein. Oh, ein Dartpfeil. Komm, ich will ein Bullseye schmeißen. Ich meine, die haben sogar so ein bisschen diese Atmosphäre, die ich eigentlich so gerne mag. Mit diesem Hintergrundrauschen und sowas. Aber irgendwie zieht die nicht so gut wie bei Wrong Floor. Oder From the Darkness. Nein. Hör mal, ich gehe jetzt ans Telefon und sag, ja, hallo, hier ist Simon. Hast du es ge geschnallt, oder? Can I call back later? Ja, tust du das sowieso. Ja, bis später. Wie bitte? Du musst schon ein wenig deutlicher reden, wenn du schon keinen Untertitel hast. Meine Fresse! Hechelt hier was? Ja, hier sind so alle möglichen Geräusche. Okay, jetzt erkenne ich das Problem, warum das hier nicht funktioniert. Es ist zu viel. Wir haben den Schneesturm, wir haben das Rauschen, wir haben das Atmen, wir haben das Hecheln, wir haben das Klopfen, wir haben das Ticken. Es ist zu viel. Weniger ist mehr. Das ist einfach, im Prinzip ist das eine Reizüberflutung, der man hier ausgesetzt ist. Aber es ist noch lange nicht so schlimm wie bei Wie hieß es jetzt nochmal? Ich hab's verdrängt. Ja, genau, Project Nightmare. Ich glaube, das war bis jetzt das heftigste Reizüberflutungsspiel. Da wurde man ja nur dicht geballert. Kann ja gar nicht zum Erschrecken, so wie da Jumpscares aufeinander gefolgt sind. Ja, okay, ich renne nochmal die ganze Wohnung im Kreis ab. Ja, zum 3000. Mal. Da steht wieder irgendwo der Creep rum. Was hast du gesagt? Nimm die Socken aus dem Maul, du. Meine Fresse, du Wackelpeter. Wow. Okay. Was? Ja, okay, sowas ist creepy. Auf jeden Fall. Das ist gut. Man muss den Spiel auch seine Stärken lassen. An ein, zwei Stellen. Ach, du darfst schaukeln und ich nicht.
Ey, ich will schaukeln. Ich bin dran. Ich wollte schon vorhin. Da ging nicht. Natürlich. Wir kennen's. Wir wissen Bescheid, wir sind hier Horrorprofis. Wir haben 1000 Horrorspiele gespielt. Wir wissen, wie es hier läuft. Ab in den Keller. Da im Keller ist immer am schönsten. Da ist es nie unheimlich. Hört euch das an. Kein bisschen unheimlich hier. Es ist einfach derselbe Raum wie oben beim Ausgang. Meine inneren Dämonen, sie folgen mir und beobachten jeder meiner Bewegungen. Manchmal tun sie mir sogar weh. Ja, okay, wir haben es geschnallt. Du bist schuld, dass dein Sohn tot ist und alles, was hier passiert, ist einfach nur ein Ausdruck der Schuldgefühle. Der Riesentyp ist einer seiner inneren Dämonen. Und wir sind hier eingesperrt. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Leute, ich könnte euch nicht vorstellen, was ich schon wieder für ein Déjà-vu hier habe. Es ist 1:1. Erinnert euch an From Darkness. Hier steht ein Stuhl, fehlt nur eine Schnur hier oben bei der Lampe. Jetzt ist hier auch noch ein Creep mit drinne. Es ist alles genau das Gleiche. Na, du innerer Dämon. Hast du einen Code auf dem Rücken stehen? Nein, leider nicht. Alter, was atmest du denn so laut, Mann? Geh mal zum Arzt, ey. Der Hörsturz hier. Was soll ich jetzt machen? Okay, warten, bis er im Boden versinkt. Und jetzt geht auf hier oder kommt noch ein Jumpscare? Eigentlich fehlt noch ein Jumpscare. Irgend so ein Effekt, ey. Oh, echt, wir müssen schon wieder einfach nur warten, ey. Ich habe das Gefühl, man kann das Spiel auch durchspielen, indem man einfach auf der Stelle stehen bleibt und die Jumpscares abwartet. Das war ein lohnenswerter Ausflug, Leute. Wir haben einen Zettel. Es wird immer blutiger hier in unserer Hütte. Aber wie gesagt, habe ich den Teppich drüber gelegt. Sieht schon nicht mehr ganz so schlimm aus. Jetzt muss ich natürlich nochmal die ganze Hütte einmal ablatschen. Ja, jetzt steht die Staffelei hier. Sehr schön. Im Tresor ist bestimmt noch das eins von den Bilderschnipseln. Wird auch mal Zeit, dass ich das nächste finde. Aber es ist halt nicht gesagt, dass man die auf jeden Fall komplett kriegt. Immer schön am Schaukeln. Sehr schön. Werde dich finden. Du rennst doch hier schon die ganze Zeit um mich rum, du Creep, ey. Mir ist überall dunkel. Yo, komm schon. Simon ist nicht da. Leute, reicht Überblutung!
Reizüberflutung! Was für ein Terror hier, Mann! Hi, is Simon there? Ne, jetzt hast du gerade Glück. Er ist gerade weg, Oh, jetzt aber mal gut, ey! Der Hin- und Herlauf-Simulator! Ja, toll, jetzt hat das Fax dran. Ich sag's euch, Leute, einfach nur eine Reizüberflutung, das Game. Moin. Na, Digga. Du siehst echt nicht so gesund aus, Mann. Hat er die Augen zu oder sind die zu genäht? Du bist im falschen Spiel, Mann. Na, guck mal, noch einer. Na, nice. Moin, Leute. Die Drillinge. Ja, die Drillinge sind zu viert. Vierlinge. Die Quattro Koskis. Es werden einfach immer mehr Leute. Like the Swine Feelings gerade. Hättet ihr noch Schweinemasken auf? Wäre das original wie bei The Swine? Wer ist er denn? Heilige Scheiße, was war das alles? Es war nur ein Traum, Leute. Ich vermisse es sehr, wenn Simons Freunde anrufen und nach ihm fragen. Das kann ich nicht vergessen. Echt? Das Telefonterror, den vermisst du? Nein, aber es ist natürlich eine traurige Geschichte, wenn der Sohn dann tot ist. Dann vermisst man auch sowas. Ich glaube, ich muss mehr Medikamente nehmen. Auch unbedingt, ey. Das reicht nicht, dass du dir den Eintopf voll mit Pillen gemacht hast. Nein, der Tresor ist weg, haben wir es verpasst. Wir haben es echt verpasst. Ey, ich habe keine Ahnung, wo wir hätten die Kombination finden sollen. Mein Verdacht lag ja auf den Uhren, aber die Zeit ändert sich so schnell. Wir haben auch noch die Sachen. Na, da, guck mal. Eins noch, Leute. Hallo? Hello, I was wondering if you happen to need to get your furnace cleaned. Ja, unbedingt. And if I could potentially speak with Simon. Jetzt findet er es auf einmal wieder merkwürdig. Okay, ja, weil es jetzt kein Traum mehr ist. Denkt er zumindest. Ja, man kann auch im Traum aufwachen, also man kann auch denken im Traum. Man kann träumen, dass man aufwacht, aber weiter schlafen im Prinzip. Ne? Auf jeden Fall ist unsere Taschenlampe weg. Und unsere Sicht hier verschwimmt immer mehr. Hallo? Mein Sohn Simon wurde wegen mir getötet. Das wissen wir. Wir leben im Wald, weit weg, mitten im Nirgendwo. Ich wusste, dass viele wilde Tiere in der Gegend herumstreunern. Das wusste ich. Aber ich ließ ihn trotzdem alleine draußen spielen. Auch nur für eine kurze Sekunde, als ich hineinging, um etwas Wasser zu holen. Ich erinnere mich, dass ich ein Foto von ihm gemacht habe, Sekunden bevor die Wölfe ihn erwischt haben. Seitdem verfolgt mich dieses Foto. Ich habe versucht, es auseinanderzureißen, aber ich bekomme es immer wieder noch nicht aus meinem Kopf. Ich bekomme das Bild immer noch nicht aus meinem Kopf. Ruhe in Frieden, Simon. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich konnte jetzt nicht mal das Bild, den Bilderschnipsel da noch mit reinklatschen. Okay, Leute, ich bin an locker Errungenschaft freigeschaltet.
Achieve Ending 1. Ende freigeschaltet. 1 von 3. Ostereier gefunden. 0 von 1. Ja, wie gesagt, ich bin an allem vorbei. Ich habe den Tresor nicht geöffnet. Ich habe das Foto nicht komplett gekriegt. Ich habe ganz offensichtlich das dumme Osterei nicht gefunden. Ja. Also ich werde es wahrscheinlich auch nochmal für mich selber spielen und nochmal, ich bin so ein Achievement-Hunter, Leute. Ich hab Bock drauf, klar schon mal die Credits durchlaufen. Ich hab Bock drauf, die Spiele möglichst komplett zu haben bei Steam. Aber wirklich Bock. Das Spiel hatte seine Momente, ja. Es war jetzt kein wirklicher Scheiß. Dafür waren die Jumpscares zu gut. Und auch die Idee war jetzt nicht die schlechteste, aber es ist eben halt alles schon so derbe bekannt. Danke, dass ihr das Spiel gespielt habt. Es bedeutet mir wirklich die Welt. Ja, das waren auch die Credits. Wie gesagt, zu viele bekannte Horrorelemente einfach drinne gewesen. Ich habe mich ständig wieder in andere Spiele zurückversetzt gefühlt. Ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon. Zu viele Geräusche teilweise auch mal. Vor allen Dingen auch zu laut und sowas alles. Ja, also das Spiel hat ganz klar Schwächen. Hat aber auch ein paar Stärken. Also alles in allem kann ich sagen, für 3,99 hier bekommt man hier ein halbwegs solides Horror-Game, das bestimmt auch einige Leute richtig aus dem Sessel reißt. Also ich habe mich ja selber ein paar Mal erschrocken. Die Jumpscares waren nicht schlecht, aber der Rest eben halt sehr eintönig. Das habe ich alles auch schon im Spiel gesagt. Deswegen, also mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Das ist ein mittelmäßiges Horror-Game für kleines Geld. Kann man sich ruhig geben, man kann es aber auch sein lassen. Ich weiß nicht, für die Flopbuster ist es mir fast noch zu gut. Es ist einfach nicht das beste Horror-Game, aber meine Fresse. Vielleicht hat es euch ja richtig gut gefallen. Und das kann ich auch verstehen. Und ihr habt Bock jetzt auch das, euch das selber zu kaufen und das Bild zu vervollständigen und sowas. Oder ihr habt Bock drauf zu sehen, wie ich das mache. Dann schreibt es direkt unten in die Kommentare. Dann spiele ich natürlich jederzeit nochmal eine Runde. Auch wenn ich es zu dem Zeitpunkt vielleicht schon selber nochmal durchgespielt habe. Aber egal, ihr kriegt hier nochmal ein komplettes Playthrough. Wie gesagt, sagt Bescheid, wollt ihr mehr davon sehen? Dann versuche ich hier auch noch Ending 2 und 3 für euch zu spielen. Oder wollt ihr es lieber selber erkunden? Keine Ahnung. Wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare, solange hier unten in den Kommentaren Nick steht von wegen, ja, mehr davon, und das nicht nur von ein oder zwei Personen, sondern am besten von ein paar mehr, werde ich zu diesem Spiel nichts mehr weitermachen, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses brandaktuelle Spiel von Turnbacks zu sehen, und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.